Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute das Thema Koloration und wir haben uns das quasi so gedacht, dass jeder mit seinen Stiften koloriert, die er halt zu Hause hat, mit denen er halt am liebsten koloriert und ja, genau. Ich habe mich jetzt für einen Stempel entschieden und zwar von CC Design, das ist ein älteres Set Cupcakes und Balloons heißt das und ich habe mir das Mädel gestempelt und ja, genau. Abdruck sieht so aus und upsala, gestempelt habe ich mit dem Finesse von Spectrum Noir und ja, Abdruck ist super geworden und ich habe auf dem Papier gestempelt und ich habe übrigens das Papier auch schon mit den Nuvo Markern getestet und das ja, geht genauso gut wie mit den Spektrum. Also man muss das Papier nicht zwingend nur mit den Spektrums zusammen nutzen. Man kann da halt auch andere Alkoholmarker nutzen. Also in meinem Fall waren es jetzt halt die Nuvo-Marker und zwar diese hier. Weil das neben den Spektrum die einzigen Marker sind, die ich habe. Genau. Und ja, ich möchte heute mit euch, wie gesagt, diesen Stempelabdruck hier kolorieren. Und hol euch dazu mal ein kleines Stück runter. So. Genau. So, und dann werde ich das jetzt mit euch einfach mal kolorieren. Mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das denke. Ist ja für mich mit dem Spektrum, weil ich mich halt dazu entschieden habe, mit dem Spektrum jetzt zu kolorieren, ist das für mich halt noch nicht ganz so einfach. Weil ich die Spektrum halt noch nicht ganz so lange habe. Und ja, genau. Wir schauen einfach mal. Dann brauche ich noch das FS3. Genau, so. Also ich fange wieder an mit der Grundierung, mit dem FS2 und koloriere damit jetzt erstmal die Haut. Ich hatte überlegt, das Video vorzuspulen, aber ich quatsche euch einfach nebenbei so ein bisschen voll. Ich kriege ja immer mal wieder Feedback zu meinen Videos und immer wenn ich so vorgespult habe mit meine Videos mit Musik unterlege und sowas, das kommt bei euch irgendwie nicht so gut an. Anscheinend mögt ihr mein Gesabbel. So, einmal vorgrundiert, dann nehme ich das FS4 und fange jetzt quasi an, damit die ersten Schatten zu setzen und zwar hier immer da, wo die Haare auf das Gesicht treffen. Hier und hier, genau. Dann hier am Hals noch so ein bisschen. Das wird hier sowieso alles ein bisschen dunkler. Dann hier und hier. Ganz so einfach ist das nämlich nicht, mit so Alkoholmarkern so kleine Flächen zu kolorieren. Dann brauche ich das FS5 für die etwas tieferen Schatten. So. Genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen was koloriert und auch geübt mit den, Spektrum und ja, ich bin positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nehme ich noch das TN3 und setze einfach noch so ein paar tiefere Schatten. Genau, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das jetzt so koloriere. Also es kann jetzt natürlich auch nach hinten losgehen. Und dann nehme ich mir das FS4. Versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen miteinander zu verblenden. Genau. So, und dann nehme ich das FS2 wieder und verblende quasi die Schatten mit dem eigentlichen Hautton. Wie gesagt, das sieht jetzt alles noch so ein bisschen schweinchenrosa aus, was ich immer total komisch finde. Aber wenn das dann alles so ein bisschen angetrocknet ist, dann sieht es halt doch gut aus. Genau. So. Gehen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen drüber über die Hände. Und hier nochmal. Genau. So, ich würde sagen, damit haben wir das Gesicht fast fertig. Ich möchte gerne noch so ein paar,
ein paar Wangen setzen hier und hier, nur so ein bisschen, und nehme mir dann nochmal das FS2 und gehe da einfach nochmal so ein bisschen über den Rand drüber. So, genau. So, wie sieht es in der Kamera aus? Gut, okay, super. Dann kann das jetzt erstmal weg. Dann nehme ich mir das TN3, TN4, TN5 und nutze das in genau der Reihenfolge, genau, TN3 als Grund, so wie auch schon in dem Kolorationsvideo. Wenn ihr das alles nicht sehen wollt, sondern mehr so dann den Ballon oder die Kleidung, dann spult einfach vor, weil das hier habe ich ja alles schon mal in einem Video gezeigt. Und ja, also wenn euch das nicht interessiert, dann einfach vorspulen und guckt euch dann einfach dann an, wie ich die Klamotten, genau, koloriere und den Luftballon und so, genau. So, für alle anderen, die jetzt dranbleiben, wie gesagt, einmal mit dem TN3, Entschuldigung, mit dem TN3 einmal leicht grundieren, dann das TN4 für so ein paar Schatten setzen, einfach so hier und hier. So, dann hier und hier. Genau. Dann möchte ich hier noch einen Schatten, weil hier die Haare auf die anderen Haare treffen. Und dann hier. So. Ich hoffe, ihr könnt das alles noch sehen, weil bei mir ist genau die Halterung davor. Ich sehe das immer ganz schlecht. So, dann das TN5. Einfach nochmal so ein bisschen als Kontrast. Genau. Dann hier und hier. Hier an der Seite. Und hier unten nur ganz leicht. So, und dann hier noch so ein bisschen. Und hier unten. Ich bin gespannt, mit welchen Stiften die Mädels kolorieren. Da bin ich echt gespannt drauf. So, und dann wieder mit dem TN3. TN3 war es, ja. Einfach nochmal so ein bisschen drüber gehen. So, hier so über die Kanten drüber gehen. Und das Ganze einfach miteinander verblenden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Papier ist echt gut. Das hätte ich nicht gedacht. Ich mag das total gerne und das, ja, genau. So, wie sieht es in der Kamera aus? Sieht gut aus. So, dann kann das weg. Und dann möchte ich gerne den Luftballon blau machen. Mache ich den blau oder mache ich den? Ne, ich mache den nicht blau. Doch, ich mache den blau. So, das ist IB1, IB2 und IB3. Seht ihr die anderen beiden? Ich fange jetzt erst mit dem IB1 an. Und grundiere, wie gesagt, erstmal, wie immer. Für alle, die sich da einfach mal so ein bisschen rumprobieren wollen, gerade was Alkoholmarke anbelangt, da gibt es immer nie eine Faustregel, mit was man am besten anfängt. Viele fangen immer erst mit den Schatten an. Viele machen es so wie ich. Ich denke mal, da muss man einfach für sich rausfinden, was einem am besten liegt. Und ja, also ich für mich komme definitiv so besser klar, wenn ich quasi erst ein bisschen vorgrundiere. Mein Gott. Dann das IB3. Ja, wenn ich quasi erst so ein bisschen vorgrundiere. Weil das für mich irgendwie einfacher ist. Ich kann das gar nicht erklären. Dann wieder verblenden. Das IB2 und das IB3 miteinander verblenden. Das hört sich an wie eBay, ne?
Lustig. So, genau. Und dann noch mal ein bisschen drüber. Und dann mit dem eBay 1, was quasi eure Vorgrundierung war, einfach drüber gehen. So. Na, das wird ja jetzt eine Herausforderung. Na, jetzt bin ich gespannt. Ist lustig, das mal so auf so großen Flächen zu sehen, weil meistens ist es dann nur, dass man halt auf kleinen Flächen koloriert. Jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. So, sieht das bei euch? Bei euch sieht das, also in der Kamera sieht es echt komisch aus. Darum versuche ich mal noch hier so ein bisschen. So, dieser Farbkontrast ist echt übel, muss man ja mal sagen. So. Genau. So. Ich hoffe, dass das da jetzt nicht so sehr ausblutet. Aber ich denke, so ist das schon okay. Wenn es ein bisschen durchgetrocknet ist, sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Und das hier, wo es jetzt hier so rausblutet, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Da, wo es jetzt so ein bisschen rausblutet, das kann man hinterher mit einem Blender ganz einfach dann wieder wegmachen. Genau. So, jetzt möchte ich gern noch das hier kolorieren. Und zwar möchte ich da gern die zwei Grautöne nehmen und möchte gern mit den Korallfarben arbeiten, weil ich die einfach schön finde. Und dann nehme ich CR2, CR3 und CR5. Und nutze die in der Reihenfolge aber ein bisschen anders. Und zwar fange ich an mit dem CR3, dann das CR2 und dann das CR5. Genau, weil das in der Farbtabelle alles, wie sagt man, weil das CR2 dunkler ist wie das CR3. Aber ich glaube, das hatte ich in dem, ich glaube, ich hatte in einem anderen Video das auch schon so gemacht. Da hatte ich, glaube ich, mit den Korallfarben auch schon koloriert. Ich habe halt noch so ein bisschen Farbproblem, weil ich noch nicht ganz so viele Stifte von denen habe. Aber das ändert sich hoffentlich bald. Und ja, genau. So, dann das CR5. So. Und dann das CR2. Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Nochmal so ein bisschen. Brauche ich nicht. Blödsinn. Und dann das Ganze einfach nur miteinander verblenden. So. Genau. Und dann möchte ich, wie gesagt, mit den beiden Farben GG1 und GG2, andere Farben habe ich von dem Grau noch nicht. Da möchte ich jetzt nämlich gern das hier. Und die Hose. So. Genau. Und dann gehen wir einfach mit dem dunkleren Ton hier so ein bisschen drüber. Hier. Und hier auch. Und dann brauchen wir hier so ein bisschen Schatten und hier auch. Und hier setzen wir auch so ein bisschen Schatten. Genau, und dann verblenden wir das Ganze einfach wieder mit dem GG1. Ich muss mich daran echt gewöhnen, euch die Farbnummern dann hinzustellen, dass ihr das seht. Also für alle, die mit dem Spektrum kolorieren. Aber ich lasse mich da auch gern belehren, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, dann immer raus damit. Da freue ich mich immer drüber. Ja. Genau. So. Und dann möchte ich gern die Haarspange, wo ist es? Das hier. Auch noch passend zu dem Kleid machen. So, und jetzt brauche ich noch irgendwas für die Schuhe. Nehme ich denn da? Was nehme ich denn da? Ob da jetzt die
ob da jetzt die Schuhe in Korall dazu passen. Ich glaube eigentlich gesagt nicht. Aber wir probieren das jetzt einfach. Mehr wie Kacke kann es ja nicht aussehen, ne? Na, wohl geht. So, Moment, Schatz. Gleich. Gleich. So, Entschuldigung. Jetzt nehme ich das CR2. Versuche damit jetzt einfach so ein paar Schatten zu setzen. Genau. Also bei mir ist es heute echt ein bisschen lauter. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben Besuch und ja, da ist das halt nun mal so. So, genau. Und dann nehme ich mir jetzt einfach nochmal für die Schuhsohle. Flup, flup, flup. Weil man hat ja selten rosane Schuhsohlen, ne? So, dann einfach nochmal verblenden. So, und jetzt möchte ich gerne noch was probieren. Ich habe nämlich von den Novos den Blender Pen da. Und da versuche ich jetzt einfach mal die Farbe hier hinten so ein bisschen rauszuziehen. Gucken, vielleicht geht das ja. Ja, es wird heller. So, und das trocknet dann ganz einfach weg. Dieser, ich sehe den Rand gar nicht. Ist jetzt bei mir ein bisschen dunkler Rand. Das trocknet dann ganz einfach weg. Und dann sieht man auch das Rausgelaufene nicht mehr. Genau. So. Ansonsten, genau. Ja, ist meine Koloration fertig. Finde ich echt gut geworden, gefällt mir. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann könnt ihr mir die gerne mal da lassen. Wenn ihr irgendwas direkt mal speziell sehen wollt oder ich mal speziell irgendwas machen soll, was ihr euch wünscht, dann bitte einfach eure Wünsche unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, schaut doch bei den anderen Mädels vorbei, bei Hannah Answald und bei Leo Lilly 4. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.